Back from the dead. Ja, willkommen zu einer Episode der Fortnite News. Und ich hatte heute schon mal ein Video gebracht, wo man den Schneefall sehen kann, denn in Fortnite hat es angefangen zu schneien tatsächlich. Wer das Video nochmal sehen möchte, einfach das letzte Video anklicken. Und ja, wir hatten ja auch den ersten Teaser gestern schon gesehen und jetzt ist tatsächlich nochmal der zweite Teaser aufgetaucht. Wir hatten ja gestern im ersten Teaser gesehen, dass ein Skifahrer im Hintergrund ist und dieser ist jetzt tatsächlich vergrößert dargestellt worden mit einer coolen Neuerung und das zeige ich euch jetzt mal. Also hier auch nochmal der Skifahrer bzw. der Teaser Nummer 2, der heute released worden ist. Und ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Katzenskin, muss ich sagen, wenn man auf die Hände achtet. Und ich dachte erst, hinten, das ist so eine Art Skistock, den man festhält. Aber tatsächlich sieht es aus, als wenn es keiner wäre, sondern tatsächlich von der Katze praktisch hinten der Schwanz ist. Ob das wirklich so ist, ist nicht ganz sicher, aber es gibt so Konzeptzeichnungen bzw. Konzeptskins, wo das Ganze nah rankommt, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr interessante News. Und wenn man genauer hinschaut, was ich euch jetzt mal zeige, ist, seht ihr den hier hinten? Ich zoome jetzt mal ein bisschen näher ran. Der ist tatsächlich ein Skin, der auf einem Seil entlangrutscht. Also beziehungsweise an einem Seil entlangrutscht. Ziplining nennt man das Ganze. Und das könnte wirklich sein, dass das jetzt in Fortnite reinkommt. Denn Fortnite teast ja immer gerne, wie gesagt, in diesen Bildern so Kleinigkeiten, die wir dann in Season 7 sehen. Und tatsächlich wird Ziplining anscheinend reinkommen. Wie das dann wird, bin ich extrem gespannt drauf. Vor allem, ob wir dann auch Map-Changes sehen werden, die das dann sozusagen erlauben, dass man von oben nach unten ja sozusagen runtergleitet mit diesem Seil. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass was Neues reinkommt, wo man Höhenunterschiede überwinden kann und einfach mal von oben von einem Berg zack, straight nach unten kann, ohne dass man vielleicht irgendwie was bauen muss oder so. Eure Meinung mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von dem zweiten Teaser? Was haltet ihr generell von den Teasern? Und was glaubt ihr, was kommt morgen? Das würde ich auch gerne mal wissen, was ihr darüber denkt. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da und dann hören wir uns zur neuen News-Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.